Gerade stockt das Internet. Wie immer, wenn man in Bree ist. Wir betreten jetzt übrigens Bree. Nur mal so zur Info. Ach, jetzt erst? Ja. Da sind schon die ganze Zeit in Bree. Nee, nur im Bree-Land. Was kann ich für euch tun? Ich grüße dich auch. Die hat mich die ganze Zeit verarscht, die Alte. Ich hab dich nicht verarscht. Ich hab gesagt, wir sind nur im Bree-Land und nicht im Bree. Die so. Tochter in Bree statt die Tochter ins Bree. Du musst vielleicht auch mal zuhören. Oh ja, es ist immer so schwerfällig. Aber wir machen jetzt tatsächlich so ein, zwei Story-Quests. Das gehen wir sehr ab. Ach, es geht noch mal in der Story weiter? Ja, stell dir vor. Das gibt's ja gar nicht. Ich hatte schon glatt vergessen, dass es überhaupt eine gibt. Nein, ehrlich, ohne Scheiß, ich war mir das gar nicht sicher. Also, man nur renne hier hin, geh dahin, tu dies, tu das. Tritt so Boffen einmal, in den Arsch. Einmal auf Binden, bitte. Einmal den Max, den Maxstein binden. Ja, okay. Ist. So, dann gehen wir einmal ins tänzende Pony. Okay. So. Tachchen, Herr Butterblümen. So, und bitte nichts klicken. Auch jetzt noch nicht, wo ich lese. Bitte einfach nichts klicken. Aber auf Prolog darf ich klicken? Nein! Nichts klicken so. Erstmal. Okay. Weil dann ich nicht weiß, ob dann wieder irgendwas durchgeklickt wird, während ich lese, weil du mal wieder irgendwas gemacht hast. Dann hau rein. Gut. So. Prolog, das Auenland ohne Schutz. Wie kann ich zu Diensten sein? Nach wem suchtet ihr noch? Oh, Streicher, ja. Nicht, dass es mich etwas angeht, aber ich würde diesem Waldläufer aus der Wildnis nicht zu nahe kommen. Er ist ein seltsamer Kerl. Nicht, dass er keine interessanten Geschichten erzählen könnte, wenn ihm der Sinn danach steht. Nun, ich sehe, dass ihr mir nicht zuhören wollt. Streicher bleibt meistens für sich. Geht vom Schankraum aus links durch den Gang und dann weiter geradeaus, bis ihr nur noch nach rechts kommt. Folgt diesem Gang, bis ihr eine Treppe nach oben erreicht. Streicher befindet sich in dem Zimmer rechts der Treppe. Nun, ich muss mich um meine zahlende Kundschaft kümmern und habe keine Zeit zum Plaudern. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt viel zu tun. Ja. Nummer 1. Nummer 2. Es gibt so viel zu tun. Der Mann, der Streicher genannt wird, denke ich. Ja, doch, hoffe ich. Nach wem suchtet ihr noch? Oh, Streicher, ja. Das ist ja das gleiche nochmal. Wie kann ich zu Diensten sein? Okay. Ein unerwünschter Gast. So viele Leute kommen und gehen heutzutage. Es gibt allerdings einen Gast, auf den ich gerne verzichten würde. Aber er zahlt für sein Zimmer und scheint genug Geld zu haben. Ein Grübler, der die dunklen Winkel des Gasthauses bevorzugt und mit niemandem spricht. Die meisten Leute haben ein bisschen Angst vor ihm. Gerstenmann senkt seine Stimme. Er ist einer von diesen Waldläufern. Nennt sich selbst Streicher. Geht vom Schankraum aus links. Ja, das ist... Wurde bereits berichtet. So, jetzt darfst jetzt du. Prolog anfangen? Ja, darfst du. Ja? Ja, jetzt. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich aber nicht mehr. Ich aber nicht mehr. Jetzt darfst du aber. Was? Oh, du bist auch mal aufgestiegen. Annehmen. Jo, den Laden bestimmt mal. Was? Was? Könntest du mir jetzt bitte mal hinne machen? Darf ich mal kurz noch den Laden durchstöbern? Nein, darfst du nicht. Also ist... Oh, hallo. Ja, nee, dann... Oh, okay. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe hier nämlich... Oh, das ist besser. Ja, dann... Oh, das ist... Ja, ich muss mich entscheiden. Ja, ja, ja. 154 Rüstung, aber plus 71 kritischer Treffer oder 220 Rüstung plus 10 Wille. Wenn er jetzt Promille gestanden hätte, wäre das einfach, aber so ist das schon ein bisschen schwierig. Ich würde ja Gehirn nehmen, das wäre passender für das dich. Das steht aber nicht zur Auswahl. Ja, du kleine Trollatrine. Was für ein Scheißladen.
Ja gut, ich kann es ja erstmal alles behalten. So, wo müssen wir jetzt hin? Guck gerade, ob es hier noch irgendeine Queste gibt, aber tut es nicht. Ich dachte, wir können jetzt den Streicher sehen. Ja, können wir ja. So. Will mir aber alles nochmal ansehen hier. Noch einmal einer das Wort Streicher sagt, bringe ich hier irgendwo hin. Wie heißt nochmal das Restaurant, wo du gerne hingehst? Das Streicher? Streicher? Mein Name ist Streicher. Ah, das ist Gandalfs Zimmer. Hier ist Gandalf. Yo, der Leibhaftige. Nichts anklicken. Ich mach doch gar nichts. Warum stört ihr mich? Chill mal, ey. Der Weg zum einsamen Berg. Wie ihr ja wisst, wurde vor Jahren am Fuße des einsamen Berges eine fürchterliche Schlacht ausgefochten. Doch nun, aufgrund der Vorkommen im Osten, mache ich mir so meine Gedanken. Ich würde gerne wissen, was aus unseren einzigen Verbündeten und unseren Feinden geworden ist. Meister Elrond bereitet sich auf eine wichtige Ratssitzung vor, bei der alle Rassen und viele Lande vertreten sein werden. Vielleicht weiß er mehr über dieses Vorkommen. Würdet ihr an meiner Stelle nach Bruchteil reisen? Ich habe für dieses schnellstmögliche Reisen nach Imladris gesorgt. Ablehnen erstmal. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte nur nicht annehmen? Nein, nicht annehmen. Ablehnen, bitte. Ja, gut. Weil ich nicht nach Bruchteil reisen möchte. Zu diesem Zeitpunkt. Ich schon. Achso, nee. Hier ist Streichers Zimmer. Jo. Ihr bringt schlechte Nachrichten. Das wollte ich gerade sagen. Ihr bringt schlechte Neuigkeiten. Wenn Skorgrim entkommen ist, können wir annehmen, dass er auf Rache aus ist. Mit der Zeit werden er und die Grimhand sich wieder zusammenrotten. Ihr habt tapfer gegen ihn gekämpft, aber ich fürchte, wir werden euren Mut nur einmal nutzen müssen. So, jetzt darfst du. Okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ach so, anklicken! Du machst mich fertig. Dein Führer der Grimmans ist nach seiner Niederlage nach Breland geflüchtet. Das ist sicher nicht ohne Grund. Bei all diesen Vorfällen hat sicher der Hauptmann der Neuen seine Hand im Spiel. Es gilt gleichermaßen für den Westen des Auenlands und auch für Breland. Wir müssen seine Pläne aufdecken und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Im Osten von Bre haben die Schwarzwolds ein Lager errichtet, das von meinen Männern sorgfältig beobachtet wird. Seit einiger Zeit liegt ein Schatten über dem Lager. Ich vermute, dass Amdir und sein Zwergenfürst dort Zuflucht gefunden haben. Dort müssen wir uns hinbegeben und Amdir erbärmliches Leben ein Ende machen. So er denn überhaupt noch als lebendes Wesen gelten darf. Wir warten bis Sonnenuntergang und führen dann einen Schlag gegen die Schwarzwolds. Sag mir Bescheid, wenn ihr abmarsch bereit seid. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Ja, annehmen, nicht annehmen. Ihr habt annehmen und dann auf jetzt reisen. Oh. Ja, okay, ich muss doch erstmal jetzt... Streicher gehen. Und die Waldläufer verfolgen ihren gefallenen Bruder zum Lager der Schwarzwolds. Aber nicht alles ist so, wie so, es scheint. Ja. Bitte erstmal nur das es eine. Ist Übles im bitte Gange. Nur die Instanz annehmen. Nee, wenn da Buch oder sowas steht, bitte nicht. So, fühlt ihr die Kälte? Dies ist keine normale kalte Luft. Das ist die Kälte der Angst, die Kälte des Bösen. Ich habe keinen Zweifel, dass Amdi hier ist. Doch da ist auch noch etwas Schlimmeres. Wir sollten uns trennen zum Wohl von Mittelerde, dürfen wir niemanden entkommen lassen. Lenglin und ich suchen nach einem anderen Weg ins Lager, während ihr und Thorthan nach Amdir sucht. Wir müssen uns beeilen, bevor das Böse von hier losbricht und ganz brillant bedroht. So. Sag ich ja, wenn du aufhören willst, labern wir es noch besser. Oh, er hat meinen Namen gesagt. Ja, ich folge dir zum Haupttor. Oder auch nicht. Mal gucken. Wie ich denn gerade so drauf bin. Sollst du ihm nicht. Nicht folgen? Nein. Oh. Liest du eigentlich... So. Also, ich habe zwei Fragen. Liest du die Aufgaben? Und zweitens, hörst du mir zu? Ich hab den nicht angeklickt, weil du hast doch mit ihm gesprochen. Ja, deswegen war die Frage, hörst du mir auch zu, wenn ich was vorlese? Nein. Ja, solltest du mal tun. Damit du weißt, was wir machen müssen. Ja. Wäre vielleicht ganz sinnvoll.
Nur nebenbei. Das war nur ein Vorschlag. Nicht böse gemeint oder sowas, ne? Nee. Oder soll ich dir Wattestäbchen oder so ein Waschlappen geben, damit du ein bisschen besser hören kannst? Ich meine, bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wattestäbchen ist überhaupt nicht gut. Das sollte man nie benutzen für die Ohren. Schlechteste, was du machen kannst. Ich lebe heute noch. Deswegen nicht, aber weil du dir halt schön den Dreck damit in die Ohren weiter reinpulst. So richtig schön zermatscht. So, meine Sache, was ich mache. Und wenn ich mir die Dinger in die Nase schieben würde. Ja, sieht total lustig aus, dann bist du ein Walross. Das geht aber auch mit Dings, mit Salzstangen in der Nase. Das sieht besser aus. Dann kannst du besser Walross spielen. Tampons sind auch scheiße und? Benutzt trotzdem jede Frau. Ja, weil sie praktisch sind. Scheiße, nein, aber praktisch. Nein, sind sie nicht. Die reißen die unten alle auf. Beziehungsweise scheuern sie. Ja. Ja, dann sind sie, nicht scheiße und auch nicht praktisch. Was ist denn ein Hur? Dann sind sie scheiße und auch nicht praktisch. So, das war das, was mir nicht einfiel. Ist natürlich von vorn zu vorn unterschiedlich, aber die ich kenne, sind nicht begeistert von. Es kann auch sein, dass ich einfach. Ja. Ne? Aber. Ne? Es gibt so Sachen, die. Sind einfach scheiße. Und man macht's trotzdem. Alkohol Leise, zum Beispiel. Die Dunkelheit kommt näher. Man trinkt Alkohol. Den anspreche ich ihn an. Das lese ich gerade tatsächlich nicht vor, die sind so kurz. Das meiste erzählt er ja selber, während er redet. Er ist auch nur am Sabbeln. Ja, sozusagen. Er zerquarkt das ganze Spiel. Nee, das nicht, aber. So. Wenn er halt zum Beispiel die Hälfte des Textes schon sagt, von einem Text, der 2 Zeilen lang ist, dann brauche ich es nicht vorlesen. Weil dann hat er ja das Wichtigste bereits kundgetan. Oh, ist das ein Zwerg? Ist das ein Zwerg? Das ist ein Zwerg, ein böser Zwerg. Skorgrim. Ja, das ist ein böser Zwerg. Den mag ich nicht, den Zwerg. Der Schitte. Das ist doof. Deswegen machen wir ihn jetzt tot. Nein. Wir machen die Ratten tot. Weil Ratten das übelste Böse auf dieser ganzen Welt sind. Es gibt kein schlimmeres Übel als Ratten. Der schickt Ratten und ein abgewracktes Skelett. Also eigentlich liebe ich Ratten, aber scheinbar sind Ratten hier echte Übeltäter. Rats. Bleibt einen Moment. Wer war dieser Zwerg und wieso kann er unholden Befehle erteilen? Es ist klar, dass die Schwarzwolds sich von diesen Kreaturen fürchten. Wir fühlen nach wie vor, dass sich noch etwas Größeres in diesen Ruinen befindet. Und wo ist Amdir? Vielleicht hinter diesem Tor da. Nein! Du stehst einfach mal so mir nichts, dir nichts vor und vermutest, dass wir eine meterlange Treppe hochgehen müssen. Weißt du, oben kommst du total geschwächt an, weil du so fett bist, dass du gar nicht hochkommst. Bist oben am Echten. Danke. Ja, und dann stehen da Nazgul. Ui. Und ich schnattere vor Angst. Machen? Was? Oh. Ich glaube, Amdir ist tot. Hallo, ich will so einen Nazgul mal sehen. Hallo. Dementoren. Ach nee, falsches Dementoren. Ich lieber Eogan. Achso, er ist ja schon tot. Da siehst du so einen Pseudo-Nazgul. Wie heißt der Pseudo? Amdir ist jetzt ein Pseudo-Nazgul. Ja, guck mal, der hat keine Chance, weil das ist Feige 3 auf 1. Was für ein Schreck. Es ist sowohl ein finsterer als auch ein fröhlicher Tag. Es tut mir weh, dass wir gezwungen waren, Amdir zu töten. Dennoch ist eine Last von meinen Schultern gefallen, der nun seinen Frieden gefunden hat. Ich werde euch zu Streicher zurückführen und zu meinem Lager zurückkehren. Was für ein schrecklicher Tag. Jetzt rein. Die Nazgul haben den Isen überquert und ziehen nun in Richtung Auenland. Die Hobbits müssen schnell sein, wenn sie dem Zorn der Neuen entgehen wollen. Wir können nur hoffen, dass es Frodo gelingt, den Fallen des Feindes zu entrinnen. Siehst du, da hast du sogar etwas Story wieder.
redet nicht mehr mit mir. Gut, das war gar nicht laut. Nein, überhaupt nicht. Habe ich sogar in meinem Stream gehört. Weh über an dir. Deswegen habe ich ja dann auch schnell Mute gemacht. So. Buch 1, Kapitel 1. Das Dunkel lichtet sich. Es hat mich tief getroffen, dass es dem Feind gelungen ist, Amdirs Gesinnung derart zu ändern. Er war mein Freund, Teil meiner Familie. Meine Leute werden ihn als den Mann in Erinnerung behalten, der er einst war. Gut und edelmütig. Ich mache mir Sorgen, weil die Nazgûls den Fluss überquert haben und ausgerechnet jetzt ins Breeland eingefallen sind. Es geschehen Dinge, die das Schicksal von Mittelerde beeinflussen können. Falls ihr willens und in der Lage seid, hätte ich dennoch eine weitere Aufgabe für euch. Also, nee, das ist schlechter. Das ist gleich. Das ist auch schlechter. Okay, dann nehme ich das, was gleich ist. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ich würde zu gerne wissen, was der Zwerg, wer der Zwerg war, den ihr im Lager des Schwarzwolds getroffen habt. Zwerge sind von Natur aus edel wo bist du hin? Von Natur aus edel gesinnt und lassen sich von links, von nichts und niemandem etwas vorschreiben. Warum dieser hier dem Feind dient, kann ich nicht sagen. Noch schlimmer aber ist das Auftauchen der Nazgûl. Ich muss zur Oststraße gehen und dort die Augen offen halten. Denn ich erwarte Reisende und habe nun Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte. Würdet ihr nach Schlucht gehen und mit einem Bannwart namens Unterberg sprechen? Ihr kennt ihn vielleicht. Ein kräftiger kleiner Bursche, der meist mitten durch die Stadt schlendert. Schlagt Unterberg vor, dass der alte das alte Versteck der Schwarzwölze zu durchsuchen. Sobald die Aufgabe erledigt ist, kehrt ihr zurück und berichtet mir davon. Sollte ich dann nicht mehr hier anzutreffen sein, dann geht vom Schlimmsten aus. Welche Straße habt ihr gewählt, Frodo? Die Ringgeister durchreiten offen das Auenland. Und doch gibt es Orte, die weit gefährlicher sind. Wenn ihr den Weg wählt, den ich fürchte, sucht nach dem Licht in der Dunkelheit. Oh. Huch, da bist du ja schon. Ja, du redest ja nicht mit mir, du machst ja einfach. Was kann ich für euch tun? So. Ihr da, müssen wir die ansprechen? Weiß ich nicht. Gibt da Schuld von? Wo bist du hier so eine halbe Stunde? Wo hast du ja, alles im Voraus gemacht? Langsam bist. Nee. Ja, also nicht annehmen, okay, gut. Ich nehme sie an. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Doch, natürlich. Bleibt einen Moment. Nee. Geh los. Worauf wartest du? Ich bin jetzt Mucksch. Was bist du? Hauptsache, ihr habt schwarze Mittelerde. Oh ja, den haben wir. Den haben wir. Ich nicht. Was? Sag mal. Einmal. Das ist der größte Spaß. Andere eine Ohrfeige zu erteilen. Oh ja, vor allem Bilbo Buffin. So, jetzt einmal ganz kurz die Quests abgleichen hier. Ja, warte. Die ich jetzt einloggen werde. Hörst du auf damit? Ja gut, dann... Aber noch Breeland, ne? Ja, natürlich. Also Breeland, Ballade, Bingo Boffin, Einleitung und so weiter machen wir jetzt... Ja, gut. Mehr haben wir ja nicht. Also, was soll ich in Breeland? Also, Breeland möchte ich... den Hengstanker fasst du nicht. Das kannst du ignorieren. Trauer um die Toten. Ist eingeloggt. Okay, Nachforschung im alten Wald. Ach, da ist erstmal so viel anderes Scheiß, den ich jetzt erstmal ausloggen muss. Was ist hier mit Buddeln? Kann das erstmal weg? Ja. Okay. So,
Was ist denn hier alles so voll? So, das ist die Ballade. Das ist Epos. Ist nichts. Große Hügelgeber ist auch nicht. Jubiläumsveranstaltung, kann das weg? Nee, weg nicht, aber du brauchst es nicht eingeloggt haben. Was noch rein okay, muss, ist ja. Synonyme für schaurig und Buch 1, Kapitel 2. Ja, Buch 1, Kapitel 2 ist drin. Gut. So, jetzt können wir noch im Breland 2 machen. So, warte. Synonyme für schaurig, hast du das drin? Das ist wo? Bingo Boffin. Das ist drin, ja. Gut. So, dann ist auch drin Nachforschung im alten Wald. Das ist jetzt eingeloggt, ja. Trauer um die Toten. Ist, hast du mich gerade schon gefragt, ist ja, da du gesagt hast, zwei können noch rein, deswegen frage ich so blöd, weil eigentlich müsste ja, alles voll ist, sein. Jetzt noch eins. Jetzt passt noch eins eingeloggt rein. Gut. Bei dir wäre es dann noch Ruhe sanft, mein Bruder. Jo, ist eingeloggt. Oder, nee, warte, log das doch mal aus und mach dafür, sorry, und mach dafür von Gondamon nach Bre, das ist bei Ered Luwin. Weil das kann ich gerade nicht einloggen, also, weil ich schon voll bin, okay, weil ich eine habe, die du nicht hast. Nee, du bist schon voll, Mann, hast du's gut. Und dann kannst du das machen, wenn wir dann wieder in Bre sind. Also nochmal kurz jetzt abgleichen, Synonyme für schaurig drinne. Ja. Nachforschung im alten Wald drinne. Ja. Buch 1, Kapitel 2 drinne, Traum ja. drinne und ich habe jetzt halt von Gondamon nach. Ja. Hast du fein gemacht. Ganz fein. Ja, bist du ganz fein. Ja, ganz ich weiß. Fein. Dann machst du erst die Quest, die ihr noch aktiv habt. Ja, wie gesagt, ich gucke, was jetzt so am sinnvollsten ist. Weil, wie gesagt, das bei den Hügelgräberhöhen macht halt gerade weniger Sinn. Weil er hier kein Pferd hat und wir nicht die ganze Zeit von A nach B nach C nach D rennen wollen. Wollen wir nicht? Wollen wir nicht. Das macht es relativ schwierig, weil die Wege halt so elendig lange sind. Ich habe ein Pferd, ich könnte das wunderbar machen. Ihr Mädchen hier leider nicht. Mädchen brauche ich ein bisschen. Das ist einer weg. Ümmelchen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit geben? Mädchen klingt niedlich. Alles annehmen bei dem hier? Geschenkeschnitzerei, bla. Geschenkschnitzerei nicht. Wie ist das Wertebefehl? Das darf man nicht machen. Das andere, ja, das lese ich aber erstmal kurz. Gut, dann. Weil das dann das Kapitel wäre, wie der Hauptquest. Kann ich euch behilflich sein? Die Schwarzwürze wurden auseinandergetrieben und haben sich zerstreut, sagt ihr? Da sind ja gute Neuigkeiten für Schlucht. Dieser Waldläufer Streicher meint also, wir sollten uns Stinkholzens altes Versteck ansehen. Nun, ich weiß nicht so recht. Ich habe gehört, das soll nicht unbedingt ein sicherer Ort sein. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Aber was für ein geiler Name. Stinkholzens. Ja, so toll ist das jetzt auch nicht. Ja, das meine ich ja damit. Sag mal, kennst du keinen Sarkasmus? Hallo? Sarkasmus ist natürlich der Vorname. Ja, scheinbar nicht. Ja gut, eigentlich lautet er anders, aber das tut hier nichts zur Sache. Dein eigentlicher Vorname lautet Kaya Junior von Bingo Boffin Frisches Fass. Ja, auch. Ich meine, ich habe auch tatsächlich in echt einen zweiten Vornamen. Also so ist es nicht. Echt? Ja. Mein Name ist Hans. Das L steht für Gefahr. Nein, ich habe tatsächlich einen. Kann ich dir dann zeigen im Perso, falls du mir das nicht glaubst. Mach mal eine Quest raus und dann auf dem Radar rechtsklick. Aufgaben in der Nähe anzeigen. Weißt du lieber, wo du.
So. Ach, da, okay. Ja, passt schon. Ja. So, jetzt reisen oder erst ja, lesen? Nein, warte, ich kurz mit euch sprechen? War erstmal kurz mit dem Chat beschäftigt. Nun, ich vermute, ihr habt recht, das sollte sich, ich sollte sicherstellen, dass diese Schwarzwurz sich nicht wieder in ihre Höhle versteckt halten und ihre Kräfte sammeln. Ihr dürft dabei jedoch Hilfe brauchen. Wollt ihr mit mir zur Stinkholz ins alten Versteck gehen? Das liegt südlich des Wachhauses am nordöstlichen Ende des Stadelsees. Ganz in der Nähe der Stadelfälle. Wenn sie sich dort sammeln, dann brauche ich Unterstützung, um sie zu vertreiben. Sobald ihr bereit seid, kehrt ihr zurück und wir gehen alle gemeinsam zu dem alten Versteck. Yep, jetzt ein wundervoller Tag, nicht wahr? Amdirs Niederlage hat den Schwarzwolz das Genick gebrochen. Doch noch immer sind nicht alle Teile des Rätsels gelöst. Wo immer du bist. Ah, da! Er taucht auf! Du meine Güte! Meine Güte, hier ist es ja still wie in einer Gruft. Ich wünschte, wir könnten sagen, alles sei friedlich und wieder gehen. Aber ich denke, damit wird es wohl nicht getan sein. Also gut, schieben wir das Unvermeidliche nicht weiter auf. Komm und halte eure Klinge bereit, falls es Ärger geben sollte. Okay, das macht das Ganze jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ja, dann müsstest du kurz zu Steam kommen. Discord will gerade nicht mehr. Discord hat sich gerade verabschiedet. Geht sofort weiter.